Wisst ihr, während ich hier so rumgehangen habe, ist mir aufgefallen, dass da unten doch die Klapptür die Öffnung ist, oder? Das ist doch genau die Öffnung, wo wir hinwollen. Es kann ja kein guter Zufall sein, dass jetzt hier so genau die Stelle ist. Und die Frage ist halt auch, wenn ich mal gucken könnte, aber ich kann ja nur so gucken jetzt, weil ich habe ja keine Gucktaste gerade, ob man in diesen Raum überhaupt anders kommt. Ich muss doch hier irgendwie Geröll rein pumpen können vielleicht, um da, dass ich da einfach hin kann oder so vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist jetzt nur so eine Idee. Ja, komm, dann tu dir halt weh, während du da runterschlitterst mit nackten Füßen. So doll kann das ja nicht wehtun, auf diesem Schutthaufen barfuß rumzuschlittern. Stell dich mal nicht so an. Mann. Irgendwie, ne, muss es ja noch eine andere Lösung geben. Kann man hier vielleicht noch mal das ganze lustige Explosionsding machen? Nochmal einfach den nochmal einfach. Immer wieder Hebel an, aus. Der ist noch unten. Das glaube ich dann eher nicht. Boom! Nee, okay. Hätte ja sein können. Okay. Kannst du die Kiste. Nee, die Kiste kannst du auch nirgendwo anders hinschieben. Glaube ich nicht. Was ich halt noch nicht geschafft habe, ist ja eigentlich in die Mitte hier zu kommen. Dass man irgendwo da, wo hier so, da einen Sinn hat. Hier irgendwie so hoch. Nee, nicht, nee. Schon hier. Okay, das soll nicht sein. Kannst du einfach genau durch die Klappe durch. Vielleicht irgendwo anders. Es nervt, dass das immer so im Weg ist, wie von mit der Muräne. Das war auch sehr schön. Wenn er Weg nicht sieht. Kannst du hier nee. Aber da oben ist auf jeden Fall eine Öffnung, ne? Da darf man eine Menne. Menne. Ja. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das hier wieder mal. Weil, ne? Ey, ey. Hau dir doch einfach mal den Kopf, wenn dann richtig an, ganz ehrlich. Gut, wieder ein Stockwerk höher. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch höher wieder. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht, weil wir wollen ja eher runter. Und zwar an der richtigen Stelle. Tja. Weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Mag hier eigentlich gar nicht so wild immer rumspringen, wenn hier so diese tiefen Abhänge sind. Vielleicht dann doch mal so. Da so lange, genau. Genau, jetzt hier zurück und dann und noch ein Sprung und tada. Hopsti, topsti. Da oben wäre auch schön. Ich weiß nicht, was das jetzt. Also, das ist ja auch kein. Es macht keinen Sinn. Hier, weil hatten wir schon. Ging es da noch irgendwie wo lang? Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Ja. Gut Ding will Weile haben, Leute. Da muss man auch mal bisschen um der Ecke denken. Ich mag das nicht. Aber es ist schön, dass man hier dann immer so runterknallt. Und ich glaube, genau dafür ist es da. Ich möchte eigentlich aber noch mal hin, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir da unten eigentlich weiterkommen. Es sagt mir so mein Tomb Raider-Instinkt, mein Adventure-Fuchs in mir, dass wir da doch irgendwie anders eine Lösung finden müssen. Wie zum Beispiel hier in die Mitte fallen, wo dann aber die Klappe ist. Nicht wahr? Denn da sind wir ja gerade durchgekommen, oder? Ja. Das heißt, wir müssen. Da oben geht's nicht, weil da ist der Hebel. Ist das wirklich alles hier? Da oben Hebel?
Und dann ist Pech oder gibt es da hinten noch was, wo ich noch nicht war? Kacke. Aber gut. Vielleicht soll es eh nicht sein. Ich check's grad nicht. Was? Wo? Wie? Eigentlich müssen wir ja eher runter, ne? Wenn, aber es gibt nur diesen komischen Flur, also wo ich ja schon gestorben bin. Das ist doch. Das ist doch gefährlich. Das kann nicht richtig sein, weil da komme ich halt nicht weiter. Aber das ist so komisch, dass ich da nicht weiterkomme. Dass es da nichts gibt. Oh, das ne. Ich mag das hier nicht. Nö, nö. Es ist einfach, man will einfach laufen, man will einfach springen, man kommt und dann. Das nervt mich. Wirklich. Mich nervt nicht vieles bei Tomb Raider, aber das nervt mich. Einfach nicht vorankommen, wenn man will. Komm. Ja. Hier muss es einfach. Es muss jetzt hier lang gehen. Ich weiß doch auch nicht. Irgendein Hebel. Ich habe irgendeinen Hebel vergessen. Aber da wäre die Tür. Ja. Irgendwas hier so. Und wenn du dich da irgendwie so festhältst. Nee, auch nicht. Ach, da unten. Da unten, im Fallen habe ich noch eine Klappe entdeckt. Aber das ist ja auch da, wo es aufgegangen ist. Da wollen wir auch hin. Das ist ja ganz logisch. Ich probiere nur ein bisschen rum. Ich probiere nur ein bisschen aus, Leute. Macht euch keine Sorgen um Lara. Ja, ich bin für eine Explosion. Weil wir hatten ja schon eine. Warum dann nicht eine zweite? Ist so. Also es heißt irgendwo. Ne? Ein Hebel. So, wir sind jetzt auf der Suche nach einem imaginären Hebel. Der weiß ich nicht, wo ist. Der kann eigentlich. Ja, also da hinten ist er ja nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er nochmal hier irgendwo ist. Das ist großartig. Da macht man eine Drehung und einen Sprung nach vorne und dann funktioniert es nicht. Das ist auch immer schön. Gern gesehen. Magst du dich mal hier einfach. Kannst du da nicht einfach. Es ist ja auch nur so ein Stück. Ist das hier auch noch? Moment mal. Sind das hier zwei Leiterwege und ich bin. Ich habe jetzt nur einen ausprobiert. Ist das schon wieder hier ein anderer Gang? Ist das schon wieder. Oder? Guck mal, das ist doch eine andere Ecke. Oder? Weil es hier zwei Öffnungen gibt. Guck mal, das. Guck mal. Ja, das. Okay. Ah, oh, da. Warte. Da müssen wir auch. Ich speichere gleich mal. Ich speichere mal. Nee, das muss nicht so sein. Das kann auch besser laufen mit ein bisschen mehr Schmackes. So. So. Und jetzt sind wir ganz woanders. Wer hätte es gedacht? Und hier ist ein Hebel. Und jetzt will ich mal, dass es ordentlich Wumm macht. Oder Wasser. Wasser ist auch schön. Ist das jetzt hier? Ist da auch Wasser jetzt? Oder nur da hinten, wo wir. Ist auch egal. Wichtig ist, dass wir hier. Das ist wichtig. Das hier, das ist das. Das ist wichtig. Probieren geht über Studieren. Und der Adventure-Fuchs, der macht das schon. So. Jetzt. Ja, das. Will ich jetzt da vorne lang? Nee. Ich will doch da gar nicht lang, ne? Da wollen wir, oder? Wo waren jetzt die Geschichte? Nee, 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 also nicht hier dieser besondere. Oder doch?
Nee, nee, nee. Oder? Scheiße. Ich will jetzt nicht immer dasselbe nochmal machen. Das ist ja auch klar. Doch, das ist aber richtig. Ich glaube, das ist doch, doch, doch. Da sind wir, da sind wir. Da sind wir dabei. Da. Hm? Ja, das. Mein Gott. So. So. Hier wollte ich schon die ganze Zeit hingesprungen sein. Weil das ja. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Hier muss man auch ein bisschen. Wenn da so ein Loch ist, könnte man da auch gut noch einen Drachen reinlegen. Aber nicht, dass ich da nicht rauskomme. Hier war doch der scheiß Hebel. Ach, das bringt doch alles nichts. Und ich mache immer dasselbe wieder nochmal. Ich suche jetzt den Kupfergang. Nee, da ist ja. Nee, da, nee! Warum ist sie denn jetzt gestorben? Sie ist doch da noch runtergeschlittert. Also, so schlimm war das ja jetzt auch nicht. Guck mal. Guck mal, da stirbst du doch nicht von. Mädchen. Hier will ich hin. Dann springen wir einfach blind nach vorne, genau. Weil, ja, ach, das wird schon richtig sein. Hier möchte ich hin. Durch den gruseligen Labyrinthgang. Den Rostgang. Nein, doch. Weil Wasser. Oh, diese Angst. Sind hier wieder Fische? Weiß ich nicht, ne? Finde ich cool, dass jetzt hier Wasser ist. Hoffentlich passiert uns nichts. Ich gucke mich hier nur mal gerade ein bisschen um. Aber erstmal speichere ich. So. Jetzt geht's wieder ans Tauchen, Leute. Scheint jedenfalls so. Und ich hoffe nicht lang. Oh nein, da sind Taucher. Nee, da sind. Nee. Scheiße. Komm, wir locken die mal raus. Weil von hier können wir die doch viel besser umbringen. Oder? Wenn die jetzt da so ins Hinterherkommen. So die Säcke. Aber so eine Harpune wäre auch nicht schlecht. Komm mal mit. Hier, komm mal mit. Hallo. Boah, ich hasse die so, ne? Ich hasse das so. Komm doch einfach mal raus da. Folg mir. So, komm. So. So. Hoffentlich ist er zu treffen von hier. Wäre cool. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn nicht. Was ist er denn jetzt? Er war doch gerade hier. Hä? Richtig komisch. Jetzt muss ich doch meine Harpune nehmen. Ich hasse es, damit zu kämpfen. Da ist er doch. Ja, und jetzt auf einmal kommst du raus, weißt du? Und gerade eben... Nein! Geht doch. Nicht mit mir, mein Freund. Der hat uns ganz schön abgezogen, der Arsch. Aber wir lassen es jetzt natürlich mal so und tauchen runter. Wenn ich sterben sollte, mache ich ihn halt nochmal. Vielleicht dann ein bisschen besser mit Glück. Noch 4 Schuss. Harpune. Ist auch schön. Was hat er denn hier gemacht? Alter Falter, komm mal runter hier. Du kriegst jetzt so richtig mal ein. Wir probieren das mal aus. Wie sie immer so blöd wartet irgendwie. Und wie auch einfach mal ihre Gesundheit richtig schlecht ist. Also ich habe die ganze Zeit geschossen, aber weiß jetzt nicht, ob ich damit so schnell bin. Wie mit den anderen. Das war auf jeden Fall gemein. Aha. Dafür kriegen wir Schrotflintenmunition und Medipack. Können wir auch direkt schon wieder benutzen. Das waren die 2 große in weniger Zeit. Die haben uns ganz schön abgezogen, wie gesagt.
Ja, da kriegen wir auch direkt noch mal ein bisschen Harpunen. Mist. Lieber locke ich aber die Gegner raus. Naja, man kann nicht alles haben. So, da geht auch schon die Tür auf. Hoffentlich werden wir freundlich begrüßt. Mhm. Und speichern, ne? Weil haben wir geschafft. Muss man nicht alles nochmal machen. Und so. Echt? Das war das Level, Leute. Schön, das war 40 Fahrten. Ein Drachi fehlt uns. Jetzt sind wir im nächsten Level. Okay. Ich rüste mal lieber die Harpunengeschichte aus. Wo auch immer wir uns jetzt befinden. Oh, oh nö, das war so klar. Ja, das war so klar, ey, scheiße. Ey. Es nervt. Was, weißt du, warum? Warum? Warum, Didel-Dum? Hoffentlich nicht noch einer. So. Jetzt kriegen wir hier direkt wieder eine Belohnung. Das finde ich nett. Es liegt hier einfach so rum, so ein Medipack. Das hat jemand für uns bereitgelegt. Netterweise. Ich speichere auch wieder, auch wenn ich ein bisschen viel Dings verbraucht, verbrezelt habe von diesen Harpunenschüssen. Könnte halt besser laufen, wie gesagt. Aber naja, ja, das war auch klar. Und das Ding wird einstürzen. Das stürzt ein. Und das tut richtig weh. Das mache ich nochmal. Die Frage ist, wie man das geschickter anstellen kann. Hier vielleicht eher. Oder was? Wo denn? Wo? Nee, das ist doch alles scheiße hier. Wo, wie mache ich das denn, ohne dass ihr... Oder kriegt man dafür das Medipack? Was mache ich jetzt? Das tut so doll weh, dass sie fast stirbt. Muss man sich doch irgendwie... Guck mal, hier falle ich. Kann ich mich da nicht irgendwie festhalten? Hm. Halt dich fest. Nee, da hält sie sich nirgendwo fest. Das muss man doch irgendwie schaffen, oder? Hallo? Ich möchte dabei nicht sterben. Nee. Ich weiß nicht. Also ist jetzt mein letzter Versuch, den ich mache. Sorry. Für mich ist gerade so die Frage, ob, wenn ich mich da so rolle, irgendwo hinspringen kann. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Sie fällt doch eh. Und ich sehe auch schon wieder ein... Ach komm. Finde ich blöd. Ich sehe den Drachen. Wenn der hier so steht. Kann ich da nicht hin? Der steht hier und ich komme da nicht ran, weil sie noch nicht ducken kann. Nicht schleichen, nix. Was dat denn? Okay, da ist Wasser, da kann ich runter. Ja, du hast eine Harpune ausgerüstet. Ganz klasse, wieder mal. Ja, das war ganz gut. Und so? Aha. Wenigstens kriegen wir Medipack. Oh, nicht nur eins. Und Muni. Automatik-Muni. Finde ich auch gut. Aha. Sehr schön. Die mal ausgerüstet, weil die kamen ja hierher. Wo einer ist, sind vielleicht ja noch mehr. Wir dürfen das, den Drachen nicht vergessen. Der muss ja irgendwo sein. Das ist ja auch ein bisschen unheimlich hier, ne? So ein bisschen creepy hier. Ich weiß nicht, ob ich eine Fackel mal anmachen sollte und ich weiß auch nicht.
ob wir hier irgendwie mal einen Stein verdingsen können. Kannst du hier was... Mach mal eine Fackel an. Wir benutzen so selten Facken. Facken. Voller Abfuck mit Fackeln. Wir benutzen hier mal eine. Weil ist schöner. Kann man auch einfach mal ein bisschen besser gucken. Aber vor allem ist es schöner. Und da kann man dann zum Beispiel so einen tollen Block bestimmt hier rausziehen, den ich vorher sonst gar nicht so erkannt hätte. Ne? So. Zum Beispiel. Und dann ist da noch einer. Und den... Okay. Kannst du den vielleicht dann nochmal... Auch nicht. Kannst du den reinschieben? Schieben? Geht das? Nee, du kannst ihn ziehen. Okay, die können wir ziehen. Und kannst du den ziehen? Mhm. Ja, das ist schön. Aber wo jetzt hin? Mit dem Blockgedöns. Weil das... Ich muss den linken doch irgendwie da wegschieben können. Den hier. Der muss weg. Sonst komme ich an den anderen nicht ran. Ja. So sieht's aus. Noch weiter kannst du den in den Gang reinschieben. Da, wo wir lang gegangen sind. Genau. Weg damit. Den Gang braucht auch keiner mehr. Ne? Und deswegen kannst du den jetzt nochmal rausholen. Ein lustiges Geschiebe hier. Und dann, ja. Hoffentlich wird das langsam frei da hinten. Das muss auch anstrengend sein. Und auch so richtig in den Fingern wehtun. Okay, da ist jetzt auf jeden Fall frei. Die Frage ist, könntest du? Du könntest den auch. Kannst du den dann noch ein? Weil wenn wir den anderen noch einen weiter reingeschoben hätten, ist die Frage, was ist hier? Irgendwie müsste ich den anderen eigentlich nochmal reinschieben, weil ich schon gern wissen, was da jetzt ist. Scheißendreck, ey. Jetzt. Nee. Kacke. So, nein, jetzt muss ich das... Ich komme in den anderen nicht mehr, weil ich nicht weiß, ob ich den noch einen hätte weiter reinschieben können. Ich glaube schon. Oder auch nicht. Weil so geht ja auch. Ich speichere mal. Bin. Das Wrack der Maria Doria. Dora? Doria? Da sind wir gerade. Weiß doch auch nicht. Leute. Was ist los bei euch? Du da oben, du bist auch noch fällig. Ich fass es ja wohl nicht. Was ist denn das hier für ein Action-Gemetzel? Shooter oder was? Ja, gut, wenigstens kriegen wir ein bisschen Belohnung hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aha. Also was wir geschafft haben, haben wir geschafft. Das war jetzt aber schon echt hartnäckige Typen hier, die uns an die Wäsche wollten. Nicht mit uns. So, da oben können wir ja jederzeit wieder zurück. Und da war ja auch noch der komische Wasserflur. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich hoffe, ich habe von den Spacken alles eingesammelt.
Ja, ist schön hier. Ein großer Saal. Das Wrack. Und irgendwo wird er ja auch versteckt sein, der gute Bartholomäus Bartoli. Mensch. Der mehr weiß über den Dolch von Xian, um den es ja eigentlich geht. Und ja, ist eine gute Frage, was man dann jetzt hier so machen kann. Oder ob ich nicht doch den Wasserflur nehmen sollte. Hm? Warum sind wir jetzt hier? Ich glaube, hier kann man hoch. Hier kann man... Warte. Da geht's mal... es ist ein Gedicht, hier rumzuspringen. Mach's einfach mal von hier. Ja, wunderbar. Und schon ist man ein Stockwerk höher. Mal eben so einen Klimmzug hochgehievt, geschafft. Hier bitte nicht runterfallen. Ist ein bisschen lästig. Da, das, was ist das hier? Kannst du den... Da hängen Gemälde, glaube ich. Kann man aber auch nicht so ganz erkennen. Soll ich hier doch runter? Ich bin doch da gerade erst hochgekommen. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Wenn ich hier doch hoch konnte. Hm. Ist hier ein Geheimnis irgendwo hinter einem Gemälde? Kann ich hier auch irgendwo ein Dings reinschieben, rausziehen? Hm? Das ist ja komisch. Na gut. Pass auf, dass du da nicht... Einfach mal aufpassen. Vielleicht kannst du auch da mal runter. Dieselbe Scheiße. Ja, ich lieb das, ja. Aber da er mir da hinten ja eh nicht groß was tut. Huch. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht immer in diese komischen Zacken reingefalle. Das war richtig fies gerade, weil ich halt dachte, man soll da runter. Aber nö, das war einfach mal so, ne? Bisschen verarschen. Wo ist er? Wo ist er denn? Ja, komm her. Der ist auch so ein Spacko, ey. Ja, wo war ich stehen geblieben? Hab alles, glaube ich, eingesammelt. Da oben! Da oben ist etwas Wichtiges. Ich hab was entdeckt. Habt ihr es auch gesehen? Da leuchtet irgendwas Blaues. Da oben liegt was. Glaube ich. Glaub nicht, dass das für eine Verzierung ist, oder? Hm. Ja, warte mal. Wenn das so ist, dann gibt es natürlich auch einen Grund, warum man nach oben soll. Aber es ist ja hier eigentlich voll die falsche Seite. Nee? Kann man da auch auf die Seite? Das wäre ja wahrscheinlich zu einfach. Irgendwie, ne? Muss man da doch hinkommen können? Was ist, wenn ich jetzt hier so... Nee. Nee, das geht nicht. Hm. Da so an den Rand und dann da vielleicht so... Weiß doch auch nicht. Wir müssen einen Weg finden, an das Blaue, was auch immer da oben liegt, ranzukommen. Vielleicht ist das aber auch ein Weg von ganz woanders, aber wir hatten doch hier diese Erhöhung. Die kann doch nicht ohne Grund hier sein. Geh mal einen kleinen Schritt. Ja, okay, ganz schön. Ja. Hier so ein Kronleuchter-Hebel-Tätigkeit. Kennst du doch aus Croft Manor. Da, und dann ist dahinter ein Geheimgang und so. Das wäre doch mal was. Ich finde ja immer noch, dass der Block hier links aussieht. Das könnte man da ran. Aber was... Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass hier jetzt so... Das ist die einzige Stelle, wo man hoch kann.
Ich glaube... Ah, warte mal. Und wenn wir hier so... Sie kann da lang hangeln. Pass mal auf. Die kann doch da bestimmt... Weißt du, so. So. Und dann... Ah. Hm. Ja, gewusst wie immer ein bisschen... Bisschen rumprobieren. So, jetzt sind wir nämlich hier schon ein bisschen weiter. Ist hier auch irgendwas Schönes? Das sieht auch aus, als ob ich das hier... Als ob das hier... Das ist doch was später aufgeht oder so. Das sieht doch so aus, als ob das aufgeht. Ich speichere mal. Ich habe keine Lust, das immer alles nochmal zu machen. So. Und dann hangel ich ihn nochmal ein. Mir ein ab. Ich hangel nochmal ein bisschen. Und da oben ist er ja auch, der andere Meister Propper. Hat er was fallen lassen? Ja, hat er. Der hat noch was für uns. Sehr schön. So lassen wir uns das gefallen. Ja, und dann muss man doch eigentlich nur noch da rüberspringen. Oder sehe ich das falsch? Wunderbar. Und was auch immer das hier ist, das sammeln wir noch ein und dann schau mal. Aha. Geiler Scheiß. Irgend so ein blauer Schlüssel, den wir wohl definitiv brauchen. Und dann gehe ich zurück zu der Wasserstelle und mal gucken, wie es dann weitergeht mit Tomb Raider 2, Leute. Bis dann.